So, Kinas, endlich mal wieder 0815 Whisky am Tisch. Was das damit auf sich hat und warum das ausgerechnet aus der Ochsbrennerei kommt, das schauen wir uns gleich an. Nach dem Intro geht's los, Kinas. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder in Deutschland unterwegs, hab was von der Ochs Distillery und zwar den 0815 Whisky. Ja, der hat nicht nur einen coolen Namen, sondern da gibt es auch eine besondere Geschichte dazu. Also, 0815 Whisky ist so zustande gekommen. Ich war mit Dart Holly und dem Whisky Waiter zusammen in Mömbris bei Feingeist auf der Hausmesse. Und wir hatten dann mit dem Sebastian von Trinkkunst zusammen besprochen, dass wir am nächsten Tag, bevor wir quasi weiterfahren, also die Holly und ich sind ja noch nach oder zur Brennerei Höhler gefahren und da haben wir halt gesagt, gut, komm, dann lass uns das machen, wir fahren uns noch eine Brennerei angucken. Und der Sebastian hat dann gesagt, also von Trinkkunst der Sebastian, hat gesagt, ja, lass uns zur Ochsbrennerei fahren, da haben wir eh einen Termin morgen. Gut, alles klar. Nächsten Tag wir in die Brennerei gefahren, erstmal Tag gesagt, uns ein bisschen alles angeguckt und irgendwann haben wir halt mit Marco Stenger gequatscht. Marco Stenger ist da der Big Boss und so, ne? Und ja, haben da mit dem ein bisschen gequatscht, wir haben so ein paar Fassproben probiert und uns da ein bisschen umgeguckt und irgendwann so stach so dieses 0815 in mein Auge. Und denkst du, was ist das denn hier für ein Fass? Naja, hier, das ist außen, also das ist halt 0815, heißt also August 2015, ne? Da ist das Fass halt abgefüllt worden, ne? Und ich sage, ja geil, hier können wir das mal probieren. Alles klar, wir alle probiert, dran gerochen, so, ja geiles Ding. Hör mal, passt das nicht zu unserer Special-Veranstaltung, die wir im Januar haben? Jetzt werden natürlich einige fragen, was für eine Special-Veranstaltung? Also, Jetzt kommt die Geschichte in der Geschichte. Denn es war oder es ist geplant gewesen, zu dem Zeitpunkt war es natürlich schon in der Mache, dass es einen German Whisky Award geben soll. So, also nicht der Friendly Mr. Z Award, der steht für sich selbst, sondern ein German Whisky Award. Und ich hatte dazu schon im Sommer mit Celtic Events, also mit denen hatte ich schon gequatscht. Und da wurde so ein bisschen die Idee von denen quasi entwickelt. Ich habe so meinen Senf dazugegeben, weil ich mir vorstellen könnte, wie man das umsetzen kann und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt auf jeden Fall am 22. Januar, 21. Januar, erst, ich glaube, es ist der, ich gucke lieber nochmal nach, bevor ich Quatsch erzähle. Es ist, meine ich, der 21. Januar. Ja, genau, ich hab recht. Also 21. Januar. Das ist ein Sonntag, da gibt es ein großes Online-Live-Tasting zu dem Thema, wo quasi 6 unabhängige deutsche Abfüller ihre Whiskys quasi einreichen und eine Jury bestehend aus Dart Holly, dem Manuel, also dem Whisky-Waiter, dem Sebastian von Tasting Whisky und mir quasi blind mit euch zusammen zu Hause entscheidet oder mitentscheidet, wer von diesen 6 quasi diesen Award gewinnen kann. Einen Tag vorher gibt es vor Ort in der Ochsbrennerei auch schon ein Tasting. Da nehmen, glaube ich, 60 Leute dran teil. Da gibt es quasi auch das gleiche Tasting mit Essen, mit allem Pipapo. Da führt dann quasi Andy McNeil durchs Programm und die stimmen auch schon ab. Heißt also, die Stimmen vom Tag davor und die Stimmen aus unserem Livestream, den wir übrigens auch aus der Brennerei machen werden, fließen dann quasi zusammen. Und dann, daraus wird dann quasi der Sieger gekürt, der den deutschen Whisky Award, Online Whisky Award quasi gewinnt. Jetzt werden natürlich viele sagen, hä, das ist aber irgendwie komisch, wieso steht denn schon fest, welche Abfüller damit bei sind? Das ganze Ding ist jetzt erstmal ein Pilotprojekt. Das heißt, die Grundidee war natürlich die, das habe ich auch von Anfang an gesagt, dass ich das besser finde, wenn die Leute, also ihr, die Community, zu Hause erstmal Vorschläge macht. Wer ist denn oder welche unabhängigen deutschen Abfüller kennt ihr, die ihr richtig gut findet? So, da gibt es natürlich eine ganze Menge an Leuten, ne? Und das kann ja quasi jeder sein. Und
Es können auch deutsche Brennereien sein und so weiter. Also das kann man ja unglaublich weit spannen, das Thema. Und daraus dann wird dann die Leute, die quasi online einmal für die am meisten abgestimmt worden sind, da werden sich ja dann am Ende 6 Leute rauskristallisieren. Und aus denen wird dann quasi dieses Tasting erstellt, wo natürlich auch gefragt werden muss, habt ihr überhaupt Bock mitzumachen? Ne? Wir gehen jetzt nicht, du gehst jetzt nicht einfach hin und sagst, ja, du bist jetzt hier drin und wir machen jetzt einfach ein Tasting mit deinen Flaschen. Klar, könnten wir auch machen. Ist eigentlich noch viel cooler. Aber ich finde, der Wettbewerbsgedanke sollte für jeden gegeben sein. Deswegen finde ich cooler, wenn jeder, der da nominiert werden würde, auch seine eigenen Buddels einreichen kann. Gut, und dann würden wir quasi das gleiche Panel machen, was wir jetzt auch machen. Heißt, es ist jetzt einfach nur ein Pilotprojekt, eine Testphase. Wir gucken an, funktioniert das? Ist das umsetzbar? Macht das Spaß? Habt ihr da Bock drauf oder halt auch nicht? Weil wenn das nämlich nicht läuft und das nicht ankommt, dann machen wir das einfach nicht mehr. Dann wissen wir, okay, besteht kein Interesse, hat keiner Bock drauf, lassen wir sein. Ne? Also kann ja auch passieren. Aber zu diesem Wochenende haben wir halt gedacht, als wir dann da vor Ort waren, so 0815 Whisky würde da richtig gut zu passen. Und wir haben den halt probiert und waren super begeistert. Und ihr wisst ja, ich habe ja schon von Pathog den von Ox probiert und habe auch schon mal andere aus der Ox Distillery gehabt. Und ich muss sagen, mir hat das bis jetzt ziemlich gut gefallen, was da abgefüllt worden ist. Und deswegen wird es dazu auch zum Beispiel im nächsten Jahr die Whisky-Klassenfahrt wird auch bei der Ox Distillery sein. Ihr merkt schon, Ox Distillery ist nächstes Jahr der heiße Scheiß. Und die Whisky-Klassenfahrt wird nächstes Jahr stattfinden vom 24. bis 26. Mai, Freitag bis Sonntag. Und die Termine bzw. der ganze Spaß drumherum und wie viel das kostet und so, das wird jetzt auch bald online gehen. Und das könnt ihr dann quasi auf der Seite von der Ox Distillery dann quasi für euch buchen. Auf jeden Fall ein ganzes Wochenende voll mit Whisky, Spaß und gute Laune und alle aus der Community, die Bock haben, sind auch mit dabei. Wird auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte. Wie gesagt, mehr Infos, sobald das Ding online geht, dann gibt es auch nochmal so ein Video oder ein Livestream dazu und wir stellen euch das ganze Ding nochmal vor. So, jetzt aber hier zum Whisky. 0815 Whisky. Wir haben hier 47,7%. Es ist ein Single Cask und wie gesagt, wurde gebottelt im November 23. Heißt also 8 Jahre alt, wenn ich das richtig ausgerechnet habe im Kopf. Und ist erstmal in einem Bourbon-Fass gewesen. Dann wurde es nochmal gefinisht in einem Port-Fass. Ja. Jetzt habe ich schon, ich gucke gerade hier auf meine Uhr so, 7 Minuten schon gequatscht, ohne dass wir mal an irgendwas gerochen haben. Wird Zeit, ne? Also Nase rein, los geht's, Kinders. Okay, also das Ding ist auf jeden Fall rauchig. Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Das siehst du hier dran. Warte, ich guck mal kurz. Hier seht ihr das Etikett. Also auf dem Etikett steht unten Peated drauf. Ne? Habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Und ihr seht, ist schön rauchig auf dem Etikett. Also, ihr wisst Bescheid. Es ist rauchig. Es hat Portfass. Es hat einen leichten, nicht rauchige Erdbeermarmelade, sondern so einen rauchigen Himbeer, Waldfrucht, keine Ahnung was, Moment. Riecht auch relativ dreckig, muss ich sagen. Also für mich riecht der viel schmutziger, als ich den ursprünglich in Erinnerung hatte. Also, ich muss sagen, der kommt jetzt so ein bisschen... am Anfang hab im ersten Moment denkst du so, der ist so ein bisschen verhalten. Und wenn du dann mal so richtig einatmest, dann kriegst du so einen richtig schmutzigen, dreckigen, leicht fruchtigen Charakter. Das ist wirklich so. Also stell dir diese, für mich ist das ein bisschen diese Zentis-Waldfrucht-Konfitüre in diesen flachen Bechern. Ne? Diese gehen ja so konisch, sind die ja so. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Jetzt stell dir vor, die fällt dir in Dreck. Fällt dir einfach am Boden. Dann hebst du die wieder auf und schmierst sie dann auf dein Brötchen. So finde ich, riecht das. Ob das auch so schmeckt, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde, es riecht sehr, sehr schmutzig. Erdig. Und ich habe halt diese Waldfruchtnote. Ich habe gerade erst überlegt, ob es mehr erdbar ist, aber es ist, nee, es ist dieses Gemischte, weil es hat auch so eine leichte Fruchtsäure noch mit dabei. Dezente Zitrusnote habe ich hier auch noch mit bei.
Ja, doch, so ein bisschen schon. So ein bisschen frisch ausgepresste Zitrone irgendwie, ein bisschen Zitronenabrieb. Aber hauptsächlich, der Rauch ist wirklich eher schmutzig. Es ist nicht so intensiv, dass du sagen würdest, es ist eine richtige Rauchnote. Es ist eher was Dreckiges, Schmutziges, erdig-mineralisches. Und dann hast du halt diesen Erdbeer-, Waldfrucht-, Marmeladen-Moment, ne? Ja, hilft ja nichts, ne? Ich muss mal probieren. Übrigens, während ich jetzt probiere, gucke ich jetzt direkt nochmal nach, wie viel der kostet. Habe ich nämlich auch wieder nicht aufgeschrieben. Also, ganz ehrlich, ey, Zander, heute ist echt schwierig. Ganz schwierig. Naja, auf euch, Kinners. Prost. Der ist ja noch dreckiger, als ich dachte. Also als wir vor Ort waren, die Fassprobe hatten, hatte ich den schon schmutzig in Erinnerung. Aber das ist einfach so. Ich weiß nicht, wer es war, ob es Manuel oder Holly war. So, irgendeiner von den Anwesenden auf jeden Fall gesagt, so ein richtiger Drecksack. Aber es kommt hin. Es ist so. Ich habe übrigens den Preis für euch gerade nachgeguckt, die 07 Buddel. Also hier, die ganz so große Buddel ist ja 07, kostet 89,99 € bei der Ochsbrennerei. Ist natürlich ein limitiertes Bottling, gibt es nicht so viele Flaschen von. Ich glaube, es waren nicht so viele. Ne, Flaschenanzahl steht, glaube ich, nicht mit drauf. Ne, ist aber auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, er hat eine, also ich finde es intensiv schmutzig. Ich habe es selten erlebt. Aber ich glaube, ich habe vor Ort gesagt, erinnert mich an die alten Ardmores. Ne, also kennt ihr noch den hier so Ardmore Traditional oder nee, der hieß anders. Oder doch hieß der Traditional? Ich weiß nicht genau, wie der hieß. Das war so eine, den gab es auch in der Literflasche. Irgendwas mit Traditional und Peated und keine Ahnung was. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat der mich an so einen alten Ardmore erinnert. Weil die hatten auch, fand ich, so einen extrem schmutzigen, dreckigen Rauch. Und dann kam so eine Fruchtnote durch. Und das hat der hier auch. Ne? Also der ist erst super dreckig und schmutzig. Und dann kommt so eine dezente Fruchtnote durch. Also, ich probiere nochmal einen Schluck. Vor allem, er baut sich halt auch voll auf. Okay, jetzt merke ich schon hinten raus, schiebt da so ein bisschen, ne? Also gibt so ein bisschen Gas. Aber insgesamt finde ich, hat er sehr, sehr viel von diesem, wie heißt das? Es ist so ein, ich überlege gerade, ob das für mich so ein, diese Röstnoten. Oder diese dreckigen Noten hat für mich auch so ein bisschen was Verbranntes. So ein bisschen wie so ein Vollkorn, wie so ein Roggenbrot, was zu lange im Ofen war. So, ne? Also und dann hast du mal so ein bisschen so die Kruste probiert. So in die Richtung, finde ich, geht das vom Ton her, wie verbrannt das halt ist. Ne? Oder wie dreckig das halt einfach ist. Und dann kommt so eine dezente, wirklich die Fruchtnote ist sehr dezent. Das muss ich wirklich sagen. Er ist mehr dreckig und schmutzig und rauchig, als dass die Frucht nochmal richtig durchkommt. Aber ich mag diesen leichten Waldfrucht-Erdbeercharakter, der so ein bisschen sich versucht, da durchzukämpfen, weil das Ding wird im Mund auch einfach immer mehr. Du hast halt erst das Gefühl, du isst irgendwie so ein verbranntes Stück Brot mit irgendwelchen Erdbeeren oder Waldfrüchten, die irgendwie in den Dreck gefallen sind. Und dann wird es einfach, also die Waldfrüchte verschwinden einfach hinter diesem Schmutz- und Rauchwolke. Und dann, was hinten raus einfach bleibt, ist einfach dieses extrem angebrannte Roggenbrot. Ich finde, das ist schon ein sehr spannendes Ding, aber ich bin auch überrascht, dass der Teil schmutziger ist, als ich dachte.
Ich muss noch mal einen Schluck probieren. Also wirklich, für einen deutschen Whisky muss ich einfach wieder sagen, krasses Ding. Ich fand das bei dem Goosebumps auch. Könnte auch ein Schotte sein. Packst du ein Blind Tasting, geht nicht als deutscher Whisky durch. Checkt niemand. Jeder würde sagen, kommt aus irgendeiner schottischen Brennerei, die irgendwas mit Peat macht. Also von mir kriegt der 4 bis 5 Daumen hoch. Ich finde, für mich ist der mittlerweile zu schmutzig geworden. Ist aber, wie gesagt, ist nicht schlimm. Ich finde ihn trotzdem noch sehr lecker. Und vor allen Dingen dieses, ich finde diesen Röstaromen, angebranntes Brotgeschmack einfach geil. Der sich halt so ein bisschen mit dieser Frucht hinten raus noch verbindet, ne? Aber insgesamt musst du halt schon so auf sowas Roggenbrot, also nee, nicht Roggenbrot. Roggenbrot schmeckt das nicht. Das ist einfach dieses Verbrannte vom Brot. Die Krumelkruste, die einfach verbrannt ist. Das is ist es. Auf das musst du halt stehen und du musst auf diesen Schmutz im Whisky halt einfach stehen. Dann ist das genau dein Ding. Also ich weiß schon, warum wir gesagt haben, das Ding fänden wir geil als Abfüllung für das Weekend. Macht auf jeden Fall total Sinn. Probiert jetzt selber aus, Kinners. Ich finde 89,99 € geht für eine 07 Buddel auf jeden Fall klar. Die 47,7% sind auf jeden Fall Fassstärke. Ich glaube, bei Ox geht man nicht mit so viel Volumenprozenten ins Fass. Also ähnlich wie bei Stonewood. Also Stonewood geht ja, glaube ich, auch immer nur mit 50 oder knapp über 50 ins Fass. Deswegen, der von Pet hatte, glaube ich, auch nur, was habe ich da noch irgendwo hier stehen? Ja, das steht hier auch. Der von Pet hatte, glaube ich, 44,7, noch weniger, ne? War auch 8 Jahre alt. Also, ich finde das schon gut. 8 Jahre alter deutscher Whisky. Für 0,7, für 90 Euro. Ich finde, da kann man jetzt erstmal nicht meckern. Nehmen die Stonewoods auch. Und wer Bock drauf hat, bestellt euch gerne Buddel. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mal einen Kommentar hinterlasst. Es gibt ja schon einige, habe ich online gesehen, die sich schon eine Flasche bestellt haben, das Ding schon aufgemacht haben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, gebt mir Feedback dazu. Lasst mir ein Like, da abonniert meinen Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn ich hier Whisky verkoste. Bis dahin, euer Friendly Mr. Z.